Hallo und herzlich willkommen, ich bin Karl, der Landschaftsbauer, und heute geht es um den Bau eines einfachen, günstigen und funktionellen Brennholzlagers. Ich werde dabei Schritt für Schritt vorgehen und alle Vorgänge genau erklären und zeigen. Wie in vielen meiner Videos werde ich auch diesmal die Arbeit überwiegend ohne großen Maschineneinsatz durchführen. Dies dauert natürlich etwas länger, aber so werden die Schritte deutlich und so kann man es auch leichter nachbauen. Wir beginnen hier an dieser Grundstücksgrenze, wo der Holzunterstand entstehen soll. Der alte, zugewachsene Maschendrahtzaun auf der Grenze soll weichen. Die Rückseite vom neuen Holzunterstand soll in Zukunft die Grenze zum Nachbarn bilden. Daher muss ich hier erstmal Platz schaffen. Ich will an dieser Stelle erwähnen, dass es immer Sinn macht, mit betreffenden Nachbarn und auch mit der Gemeinde auch so ein kleines Bauvorhaben abzusprechen. Herübergewachsene Zweige und Äste werden mit der Astschere entfernt. Jetzt mache ich mich daran, den Zaun zu demontieren und fange an mit den schweren Stahlträgern, die hier als Zaunpfosten verwendet wurden. Mit der Zange öffne ich den Zaun. So einfach ist der Zaun nicht zu entfernen, hier wurde er scheinbar eingegraben, also einmal mit dem Spaten freilegen. Dann lässt sich der Maschendraht relativ leicht herausziehen. Wurzeln, die im Weg sind, entferne ich auch. Auch ein Baum, der zu nah an der Grenze steht, muss gefällt werden. Damit er nicht auf das Haus fällt, bringe ich ein Zugseil an und säge einen kleinen Fallkerb hinein. Jetzt kann man ihn ziemlich einfach in die gewünschte Richtung ziehen. Zerlegen, abtransportieren und Fläche säubern. Hier wird kein Holz verschwendet und kommt schon mal auf den Brennholzhaufen. Jetzt müssen noch diese beiden Wurzelstubben raus. Normalerweise macht man das mit einem Bagger, aber ich will euch mal zeigen, wie das auch mit Muskelkraft geht. Dazu nutze ich einen Greifzug, den ich an einen großen Baum in der Nähe anlege. Das Stahlseil wird um die zu entfernenden Wurzeln gelegt, sodass es sich festziehen kann. Mit Hilfe der Stange ziehe ich das Seil langsam durch und so kann man die Wurzeln relativ gut rausbekommen. Zwischendurch immer mal die Wurzeln rundherum mit einem scharfen Spaten abstechen. Die beiden Wurzelstuben sind draußen und ich zerlege sie mit der Kettensäge so weit, ohne mit der Kette an die sandigen Wurzeln oder eingewachsenen Drähte zu kommen. Es ist schon dunkel und nächsten Tag geht's weiter. Jetzt, wo wir endlich die freie Fläche haben für das neue Holzlager, schlage ich Schnurnägel und markiere die Grenze mit einer Schnur.
Als Pfostenträger werde ich diese einfachen Haaranker verwenden für eine Pfostendicke von 9 cm. Die sollen hier später so einbetoniert werden und ich schaue, welche Höhe hier Sinn macht. Die Holzpfosten sollen später keinen Bodenkontakt haben. Ich korrigiere die Maurerschnur auf die gewünschte Höhe und achte mit dieser Wasserwaage darauf, dass die Schnur waagerecht ist. Das geht gut, wenn man die Wasserwaage von unten an die Schnur hält und am Ende an den Schnurnagel anlegt. Jetzt markiere ich mir die Standorte für die Fundamente mit Markierspray. Die Fundamentlöcher werden mit dem Spaten ausgehoben und sind ca. 25 cm breit und ca. 70 cm tief. Ich nutze Fertig-Estrich-Beton, der sich auch wegen den groben Splittanteilen gut als Fundamentbeton eignet. Da kann man die günstige Sackware aus dem Baumarkt nehmen. Der Bedarf ist ca. 1,5 Sack pro Fundament. Im Maurerkübel kann man das gut mischen. Wichtig ist hier nicht zu viel Wasser nehmen, denn wir wollen ja später den Haaranker gut setzen können. Jetzt fülle ich den erdfeuchten Beton in das Loch. So hoch, dass der Haaranker auf die gewünschte Höhe gesetzt werden kann. Mit der 40 cm Wasserwaage grob ausrichten. Dann auch etwas höher anfüllen und wichtig ist auch das Verdichten zum Beispiel mit einer Dachlatte, um die spätere Festigkeit zu erreichen. Ich prüfe hier die Ausrichtung zur Schnur mit einem Stahlwinkel. Und zum Schluss nochmal mit der Wasserwaage kontrollieren. Auf diese Weise habe ich hier nun schon einige Fundamente gesetzt. Der Abstand ist so gewählt, dass zwischen den Pfosten später 1,8 Meter Standard-Lamellenzaunelemente passen. Als nächstes wird parallel dazu eine zweite Reihe Fundamente gesetzt. Dazu nutze ich wieder Schnurnägel und eine Schnur, die im rechten Winkel zur vorhandenen Schnur verläuft. Alle Schnüre setze ich mit Hilfe der Wasserwaage auf die gleiche Höhe. Hier kann man natürlich auch einen Laser verwenden, aber ich wollte einfach mal zeigen, wie es auch mit der Wasserwaage recht einfach geht. Jetzt kann entlang der zweiten Schnur der Abstand zur nächsten Reihe Fundamente gemessen werden. Dazu rechne ich die 10 cm Breite des Pfostenträgers plus den 180 cm gewünschten Pfostenzwischenraum. Auch hier wieder Schnurnägel setzen und Schnur spannen. Ich messe vorne und hinten, damit die Schnüre parallel verlaufen. Jetzt kann ich anfangen, die zweite Reihe Fundamente herzustellen. Es sind alle Fundamente fertig und die Schnüre können weg. Innerhalb der Fundamente wird jetzt der Boden begradigt. Dann wird eine ca. 20 cm dicke Schicht aus Mineralschotter 032 aufgebracht und verdichtet.
Den überschüssigen Oberboden planiere ich drumherum ein. Und jetzt geht es an den Aufbau der Holzkonstruktion. Ich verwende 9x9 cm Zaunpfosten druckimprägniert. Diese 2,10 Meter hohen Pfosten kommen nach hinten, also auf die Grenze, und die für hier vorne sind 2,40 Meter lang. So geht die Dachneigung später nach hinten. Die Pfosten werde ich mit diesen 5 cm langen Holzschrauben am H-Anker befestigen. Mit den 9 cm dicken Pfosten und dem 5 mm dicken Stahlanker passt das sehr gut. Der Pfosten wird in den Träger gesetzt und mit einer Schraube sorge ich unten für einen Abstand. Die Schraube wird später entfernt und das Holz kann von unten gut trocknen, wenn es mal nass werden sollte. Mit Hilfe der Schraubzwinge lässt sich der Pfosten besser ausrichten. Mit der Wasserwaage richte ich den Pfosten in beide Richtungen senkrecht aus. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Pfosten selber auszusuchen, achtet darauf, möglichst die Geraden zu nehmen. Ich bohre mit dem Akkuschrauber vor und dann setze ich die Schraube ein. Mit einer Bohrmaschine kann man die Schraube eindrehen, am besten geht es mit einem Drehschlagschrauber. Sind alle Schrauben drin, kann die Abstandsschraube leicht entfernt werden. Als nächstes setze ich erst den letzten Pfosten in der Reihe. Denn dann kann ich mit Hilfe einer Schnur bei den Pfosten dazwischen gleich die richtige Höhe an der Oberkante nochmal kontrollieren. Die hintere Reihe ist fertig und ich mache mit der Vorderreihe weiter, nach der gleichen Vorgehensweise. Als nächstes werden die Pfosten von oben mit Dachlatten verbunden. Ich hatte diese noch rumliegen, sonst hätte ich etwas dickeres Material genommen, aber ich denke, das funktioniert. Latten hochkant auflegen, vorbohren und mit langen Spackschrauben im Pfosten befestigen. Als nächstes drehe ich schon mal die Winkel für die Zaunmontage in die Pfosten. Auch hier messe ich mir immer die gleichen Abstände von oben und unten ab und bohre die Löcher vor. Sie lassen sich auch mit dem Akkuschrauber eindrehen und dann mit der Zange genau ausrichten. Als nächstes geht es jetzt an die Dachbedeckung. Hier verwende ich gebrauchte Trapezbleche. Diese sind allerdings über 5 Meter lang und müssen erstmal auf die richtige Länge gebracht werden. Dafür lege ich die Bleche auf Paletten und messe mir die richtigen Längen ab.
Ich verwende eine Handkreissäge bzw. Tauchsäge mit einem Metallschneideblatt. Die dazugehörige Schiene lässt sich mit Klemmen von unten am Blech befestigen und sorgt für einen geraden Schnitt. Das funktioniert sehr gut und die Eintauchtiefe der Säge reicht gerade für diese 5 cm Trapezbleche. Auch das unschöne andere Ende des Blechs begradige ich auf diese Weise. Nach dem Zuschneiden aller Bleche noch kurz etwas sauber machen und dann können sie aufgelegt werden. Ich fange hier in der Mitte an mit dem Auflegen der Trapezbleche, denn so erscheint es mir einfacher, einen gleichen Dachüberstand rechts und links zu bekommen. Ich messe die Abstände von den Blechkanten zur Dachlatte nach und schiebe sie passend hin. Jetzt können die Bleche von oben mit diesen speziellen nicht rostenden Trapezblechschrauben befestigt werden. Sie haben eine eingebaute Dichtung, aber einfache Tellerkopfschrauben gehen bestimmt auch. Mit Hilfe des Zollstocks weiß ich, wo die Dachlatte liegt und bohre mit einem Spiralbohrer vor. Die Schrauben sind zwar selbstschneidend, aber so ist es einfacher und die Bleche können nicht verbiegen. Ich nutze die erhöhten Blechbereiche für die Befestigung, denn hier läuft später kein Regenwasser entlang. Hier muss man nur daran denken, entsprechend längere Schrauben zu verwenden. Diese hier sind 10 cm lang. Die 1 Meter breiten Bleche überlappen so, dass kein Wasser eindringen kann. Gerade in diesem Bereich hilft es, das Loch vorzubohren. So arbeite ich mich Blech für Blech vor, bis alle festgeschraubt sind. Als nächstes geht es mit den Zaunelementen weiter. Diese werden hinten zwischen die Pfosten gesetzt. Es handelt sich um günstige, einfache Lamellenzaunelemente.
Hier bleibt es jedem selbst überlassen, dickere und stabilere Elemente zu verbauen. Wenn später das Holz eingestapelt ist, sieht man von der Rückwand, von dieser Seite aber sowieso nicht mehr viel davon. Hier macht es Sinn, zu zweit zu arbeiten. Die Elemente werden auf Höhe gehalten und dann erst auf einer Seite mit Hilfe der vorher befestigten Winkel angeschraubt. Mit der Wasserwaage schön waagerecht halten und dann die andere Seite anschrauben. Die Rückwand ist fertig und jetzt geht es mit den Seiten weiter. Hier wird später das Holz gegengestapelt, also kann ich hier nicht einfach nur Lamellenzäune nehmen. Mit Hilfe von Winkeln bringe ich 6x4 cm Dachlatten zwischen dem Pfosten waagerecht an. Darauf kommen senkrecht Latten 2x4 cm im Abstand von 26 cm. Zum Schluss verblende ich die Latten von außen mit einem Zaunfeld. Diese Lattengitter baue ich auch an die Zwischenpfosten und unterteile das Holzlager damit in mehrere Abteilungen. Damit das Holz auch von unten gut trocknen kann, lege ich eine Holzpalette unten auf den Schotter. Darauf beginne ich, das Brennholz zu stapeln. Dabei achte ich darauf, dass das Brennholz die Lamellenrückwand nicht berührt. In das erste Fach ganz links packe ich bereits vorgetrocknetes Holz. In das zweite Fach dann frischeres Holz. Wenn ich dann Brennholz für meinen Ofen brauche, nehme ich es als erstes aus dem Abteil ganz links. Ist das leer, geht es dann mit dem daneben weiter und in das erste Abteil kann dann gleichzeitig schon wieder neues Brennholz einsortiert werden. So ist das Holz automatisch immer schon sortiert nach Trocknungsgrad. Insgesamt habe ich ja 4 Abteilungen zur Verfügung und da passt es ganz gut, dass auf meinem Grundstück noch ein paar Bäume gefällt werden mussten. Dazu findet ihr ein Detailvideo auf meinem Kanal. Zum Holzspalten nutze ich gerne meinen neuen Spalthammer. Damit lässt sich gut arbeiten, denn der Spalthammer ist breiter und bleibt nicht stecken. Er hat ein höheres Gewicht als eine normale Axt, was aus meiner Sicht das Spalten erleichtert. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung. Ich habe schon einiges an Holz einsortiert, aber ich möchte noch eine Veränderung an der Dachkante durchführen. Ich habe mir Kantenbleche 75 x 75 mm besorgt und diese werde ich nun noch anbringen. Die dünne und teilweise scharfe Blechkante der Trapezbleche wird schön verdeckt. Kleine Unebenheiten lassen sich damit auch gut überdecken. Ich richte die Kantenbleche gleichmäßig aus und bohre vor. Die Kantbleche sind 0,7 mm dick und machen einen sehr stabilen Eindruck. Ich fange mit der Vorderseite an. Ich lasse die Kantbleche etwas überlappen an dieser Stelle, dadurch hat man später keine Lücken. Jetzt bringe ich als nächstes die beiden Seitenkanten an. Dafür müssen seitlich noch die leicht überstehenden Dachlatten gekürzt werden.
Es gibt bei den Lieferanten meistens die Möglichkeit, diese Kantbleche genau nach Maß zu fertigen. So braucht man nichts abschneiden. Auf der Rückseite bringe ich kein Kantblech an. Mir gefällt die Kante sehr gut, denn ich finde, das Dach sieht nun auch solide und komplett aus. Damit sind die Arbeiten am Holzlager abgeschlossen. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Raumaufteilung ist praktisch, weil man durch die Abteilung gut jährlich einsortieren kann. Jede Abteilung hat ein Volumen für ca. 7 Kubikmeter Brennholz, also wenn das Lager komplett voll ist, hat man ca. 28 Kubikmeter Holz vor der Hütte. Ich schätze meinen Verbrauch mit einem kleinen Ofen auf ca. ein volles Abteil pro Jahr. In den restlichen drei Abteilungen kann das Holz gleichzeitig für die nächsten Jahre vortrocknen. Die Stabilität dieses Unterstandes ist aus meiner Sicht für den Zweck voll ausreichend. Im Nachhinein würde ich etwas dickere Latten als Auflage für die Trapezbleche nehmen. Wenn es nicht so windgeschützt stehen würde zwischen zwei Häusern, würde ich auch noch Diagonalverstrebungen einsetzen zur zusätzlichen Stabilität. Außerdem habe ich gemerkt, dass das eingestapelte Brennholz doch ziemlich stark auf die Zwischenwände drückt. Da hatte ich die Last etwas unterschätzt. Hier habe ich einfach die Dachlatten gegen Kanthölzer ausgetauscht. So war das Problem schnell behoben. Wer will, kann die Schotterfläche natürlich auch auspflastern, aber dafür habe ich bis jetzt keine Notwendigkeit gesehen. Vielen Dank, dass ihr das Holzlager mit mir gebaut habt. Mir hat der Bau viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche viel Erfolg bei euren Projekten. Bis zum nächsten Mal, euer Karl der Landschaftsbauer.